Jetzt überlege ich gerade, wie kann ich das fertig bauen? Ich hatte mir das jetzt so überlegt. Wir bauen uns von denen nicht jeweils noch die zwei Reihen voll. Also wir werden echt viele davon haben. Dann werden wir gucken, dass wir drei Hochöfen hier hinstellen. Hier kommen drei Textilmaschinen hin. Dann kommt erstmal eine Reihe Allesschleifer hin. Und die kommen erstmal hier vorne hin. Dann haben wir ein bisschen Platz. Ein bisschen Platz haben wir dann. So, die kann da bleiben, die bleibt auch da. Da kommt noch eine hin. Und die Allesschleifer kommen jetzt einfach davor. Einer da und einer da. Der Mixer, der kommt jetzt einfach mal nach da mit hin. Dann haben wir halt hier noch so ein bisschen Platz frei. Notfalls halt nochmal für ein paar Allesschleifer, dann haue ich da nochmal ein paar rein. Aber halt, wir könnten halt auch nochmal zwei Mixer hier zupacken hier. Da hätten wir halt hier noch zwei Plätze frei, da können wir halt gucken, was wir hin machen. Ich schaue aber erstmal nach, da wir jetzt alles Schneider oder alles Schleifer. Schauen wir erstmal nach, dass wir die Öfen hinbekommen. Ich schaue mal ganz kurz nach, was wir dafür alles brauchen. Von den Öfen brauchen wir jetzt halt noch insgesamt drei Stück. Einfacher Ofen, industrieller Ofen ist das ja. So, was haben wir denn hier? Marmordielen haben wir. Stahlplatten haben wir nicht. Und Industriekerne haben wir auch nicht. Wie viele haben wir denn hiervon? Auch nicht genug. Wie sieht es denn hier mit der fortgeschrittenen Textilmaschine aus? Stahlplatten haben wir nicht. Die haben wir aber. Bronzerohre haben wir auch. Also Stahlplatten ist derzeit, sage ich mal, etwas, was wir machen sollten. Da würde ich mal sagen, kloppe ich doch mal was rein, ne? So, Stahlplatten. Hinzufügen. Schneiden 1, schmelzen 6. Ja, das kriegen wir hin, ne? Wie sieht das sonst bei Schneiden eigentlich aus? Schneiden 1, schneiden 1. Okay, wir müssen viel auf Schmelzen gehen. Und so ein bisschen auch auf Elektrolyse. Ja, ist schon nicht schlecht. Zufügen. Ist aber so, wir haben einiges, dann machen wir gleich mal 100. So, davon werden wir nämlich einige brauchen. So, dann schauen wir mal weiter. Was brauchen wir denn sonst noch so? Wir brauchen noch industrielle Schneidemaschine. Naja, wir hatten da schon was Besseres. Warum wir das Ding denn? Ja, alles Schleifer, alles Schneider. Wie sieht es denn bei dem Allesschneider aus? Wir brauchen einen industriellen Ofen. Eine industrielle Schneidemaschine. Zwei Stahlhüllen. Stahlplatten und Stahlhüllen haben wir. Dann gucke ich mal nach. Wir brauchen eine industrielle Schneidemaschine. Für die brauchen wir aber auch. Ja, Schleifsägen, die machen wir hier raus, ne? Eisenbarren haben wir nur einen. Das ist natürlich auch super. Harz haben wir aber. Carbonstahlbahn, 116, geil. Dann würde ich sagen, hauen wir mal noch ein paar Eisenbarren rein. Wo haben wir das denn? Haben wir hier beim Schmelzen nur Eisenbarren? Eisenbarren, natürlich haben wir die hier. Ja, einfach mal, kommen 30 Stück, dann passt das Ganze. Tja, dann würde ich sagen, holen wir mal die Maschinen von draußen, dann brauchen wir die draußen nicht. Dann können wir wirklich alles darüber herstellen. Ich habe gerade mal so durchgeguckt, ja, die brauchen wirklich nicht viel. Und die haben wir ja schon hier übrigens, ne? Deswegen, die können wir mal eben ganz easy aufpicken. Aufpicken, aufpicken. Nur halt den brauchen wir irgendwie nicht. Ah, wie sieht es mit einer Recyclingmaschine aus? Wir hatten doch eine Recyclingmaschine.
wo wir so alte Sachen reinpacken konnten, die wir nicht mehr brauchen. Wie sieht das damit aus? Weil die hatte ich, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Aber die haben wir schon. Wasserturm. Ich meine, die hätten wir schon. Oder hatte ich das jetzt nur irgendwo mal gelesen? Dann habe ich das wohl nur mal gelesen. Elektrischer Hochofen. Holzkohle haben wir, Stahlplatten, klar. Lehm, Stahlhüllen. Wir gucken mal, dass wir ein paar Stahlhüllen machen. Weiß gar nicht, ob ich das so einfach machen kann. Oder ob ich halt dafür auch wieder ein bisschen was anderes produzieren muss. Hopp, dann da war das doch. Er hat da Lehm. Wir brauchen Erde? Alles klar. Wir brauchen Erde. Gut, dann schau ich erstmal nach. So, wo haben wir das denn jetzt hier? Der Dinger brauchen wir die. Dafür brauchen wir die auch. Wir brauchen auf jeden Fall ein paar Steinchen. Stahlhülle. Geil, ich kann die so herstellen. Ey, richtig cool. Oh, dann mal 50 Stück. Kloppen wir ordentlich rein. Wir sehen gerade, Schmelze brauchen wir viel, Schneiden brauchen wir gerade kaum. Und Textil und sowas brauchen wir gerade auch kaum. Also das ist schon krass. Was haben wir denn eigentlich alles schon fertig? Na gut, nicht viel, ne? Jetzt überlege ich gerade. Jetzt überlege ich gerade. Das braucht ja jetzt alles seine Zeit. Wir haben ja derzeit nichts offen. Was könnte ich gerade machen? Ich habe gerade echt keine Ahnung, was ich machen soll. Weil sonst gehe ich jetzt einfach pennen. Dann schauen wir mal am nächsten Tag, was dann abgeht. Wie ist das eigentlich, wenn ich hier hochgehe? Ja, ist im Gebäude drin. Passt schon. Passt gut. Ich überlege gerade, irgendwas wollte ich noch machen. Irgendwas wollte ich noch mal einbauen, einschauen. Ja, warte, ich hole erstmal die Kiste rüber. Genau, Steine und sowas. Genau, diese Blutdinger wollte ich ja holen. Von denen haben wir ja so wenig. Ich mache jetzt gerade erstmal alles kaputt, damit wir auch ein paar Steine noch haben. Ah, da sind sie schon. Blutsteine brauche ich nämlich. Und da brauchen wir. Weil wir halt viele Sachen daraus brauchen. Wir müssen halt viel mit denen machen. Ich mache dafür jetzt erstmal hier einfach alle mal kaputt, die ich gerade finde. So. Einmal. Das zweite Mal. Mein Gott, komm schon. Ganz so viel Zeit will ich jetzt auch nicht verlieren. Weil den nächsten Tag machen wir dann nochmal eben und dann mache ich erstmal wieder eine kleine Aufnahmepause. Weil ich muss vielleicht noch was fertig machen für morgen. Deswegen, ein paar Blutsteine brauchen wir. Die machen wir auch mal eben. Und hier holen wir uns auch mal eben. Auch wenn wir hier keine finden, das ist mir gerade Wurst. Das weiß ich. Gibt es halt bei den großen Steinen halt nur. Zum größten Teil. Hier zum Beispiel müsste was drin sein. Doch nicht. Gut. Wie viele haben wir jetzt? 8. Es ist ja ein Witz. 8 Stück aus all diesen Steinen. Wow.
Da waren die Programmierer aber geizig. Ja, da waren die geizig. Aber wir müssen die hier mal eben noch dran glauben. So, jetzt schnappe ich mir mal eben die Kiste. Da renne ich mal eben mit rüber. Die setze ich dann nämlich mal eben hier ab. Kann ich die hier so... Oh, ist doch gar nicht so schlecht, ne? Dann kann ich mal ganz kurz gucken, was haben wir denn noch hier drin? Wir könnten mal den nehme ich erstmal mit raus. Den brauchen wir nämlich auch nicht. Dann schaue ich erstmal nach, was könnten wir alles raushauen. Ich hau erstmal. Die nehme ich mal alle mit. Verbund jetzt nicht. So. Was brauchen wir noch? Steine. Ah, hier sind noch welche. Halt so viele wie möglich jetzt mitnehmen. Die sind übrigens auch. Vollbetriebener Generator, einfacher Ofen ist halt auch nochmal da drin. Wir haben einen draußen stehen, also wir haben davon schon zwei. Jetzt wird es hier heftig. Ich klicke mich jetzt gerade einfach mal durch für alle Sachen, also nach allen Sachen mal so Ausschau halten, die man mal gebrauchen könnte. Beispielsweise hier die ganzen Dinger hier, die wollte ich die eigentlich nicht zum Craften brauche. Die brauchen wir einfach nur so. Also wir brauchen halt jetzt Rohmaterialien und keine, ich sag mal, Verbrauchsgüter. Die nehme ich mal mit. Weil es sind halt alles meistens so Verbrauchsgüter nur. Deswegen, da brauche ich halt das andere Zeug nicht. Sieht schon mal besser aus. Ja, hier Steine, Erde. Er hätte da Lehm, nehme ich gleich mal mit. Das nehme ich mal mit. Das nehme ich mal mit. Beziehungsweise er hätte da Lehm, brauche ich nicht. Kann ich drin lassen. Was könnte ich noch gebrauchen? Das könnte ich noch gebrauchen. Ja, doch, das nehme ich mal mit. Das nehme ich auch mal mit. Damit wären wir einmal rum. Damit wären wir einmal rum. Okay. Dann habe ich einige Sachen, einige Materialien, die wir reinpacken können. Und zwar hier rein. Fangen wir einmal mal damit an. Dann als nächstes hätten wir das hier. Das natürlich. Das, 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 das. Holzkohle, Erde. Das natürlich, das natürlich, das natürlich und das auch. Kann man auf jeden Fall ein bisschen mehr machen jetzt. So. Hier schmeißen wir einmal den mit rein. Komm, die 6 kloppen wir auch nochmal dazu. Plus 2 Tage. Alles klar. Was ist denn das für eine Zeitangabe? Aber wenn ich jetzt hier dran gehe, was haben wir denn hier für eine Zeitangabe jetzt? Okay. 38 Tage, ich sag mal so, das klingt ja schon mal gar nicht so kacke. Dann schaue ich mal ganz kurz nach, was könnten wir denn mal machen? Weil ich habe ja jetzt im Inventar. Habe ich jetzt. Beziehungsweise brauche ich ja gar nicht. Was ich jetzt im Inventar habe, ist ja eigentlich fast schon irrelevant. Ich gehe mal ganz kurz hier. Das war hier, ne? Genau, die fortgeschrittene Textilmaschine. Stahlplatten 6. Ne? Aber ich brauche halt den industriellen Ofen zuerst. Und da gehen jetzt einfach die Platten und alles vor. Ja, ich brauche halt die Dinger noch. 12 Stück haben wir. 12 Stück. Schaue ich mal ganz kurz nach, wie viele könnte ich denn daraus bauen. Das machen wir eben noch ganz kurz. Geht ganz fix. Zack, hinzufügen. Das sind jetzt 4.
Gut. 1, 2, 3, 4. So. Dann machen wir uns jetzt auf, einmal schlafen gehen und dann mal eben den nächsten Tag noch mitnehmen. Merk schon, ich mache danach wahrscheinlich noch einen Tag. Weil der Tag jetzt doch länger gedauert hat als erwartet. Zeit trinke ich nochmal eben einen Schluck. So. Alter, das wird ja immer mehr Erfahrung. Das wird ja immer mehr Erfahrung. Ah, you're finally up. I was about to knock very loudly. We already scouted the third key location, and we need your builder skills again. Ach, wirklich? There are some excessive combustionable gas still circulating in that ruin. I've already had the research center come up with a plan to disperse the gas. I need you to build this machine. What type of machine? An exhaust fan. Here's a diagram. You can get started right away. Alles klar. Perfect. Please, install it at the entrance to the ruin once you have it constructed. Mach ich. Neuer Bauplan, Abluftventilator. Das Ding schauen wir uns natürlich erstmal an. Das Ding stell ich, interessiert mich jetzt. Ich guck mal trotzdem gerade auf der Map. Eigentlich hier große Karte. Weil ich habe hier... Was ist das? Abluftventilator. Ich habe nur einen frei. Inventar habe ich jetzt auch nichts. Egal. Schau mal ganz kurz nach. Abluftventilator. Was kann das Ding denn? Wo ist das Ding denn? Ah, da ist er. Ein Windrad haben wir schon. Ja, einmal hartes Aluminium. Alles klar. Ja, hartes Aluminium einmal. Kommt sofort. Hartes Aluminium. Einmal. Brauche jetzt, glaube ich, 3 Stunden oder sowas, ne? 2 Stunden. Das geht ja fix. Das ist ja fix gemacht. Ja, Rest können wir theoretisch schon mal verwalten oder schon mal benutzen. Und zwar brauche ich ja einige industrielle Öfen. Das passt. Eine fehlt noch. Dann könnten wir 2 direkt machen. Eine Stahlplatte fehlt. Ach komm. Wie lange braucht die Stahlplatte? 6 Minuten. Na, kurz warten. So, einmal nochmal im Kreis drehen. Alles klar. Haben sogar 2-mal gemacht. Er sollte sogar doppelt so gut laufen. Industrieller Öfen. 10 Stück. Bauen wir. 2-mal. Los geht's. Finde ich gut. Hat was. Weil hier kommen dann weitere 3 hin. Hier kommen noch 2 Schneidemaschinen hin. Auch wenn ich die gar nicht so aktiv brauche wie die hier. 10. 6 von... Okay. Die rühren. Was machen die hier? Schmelzen und polieren. Die machen Textil. Und das Ding macht Elektrolyse. Elektrolyse ist auch ausgelastet. Eventuell mache ich auch nur noch eine Schneidemaschine und mache hier hinten 4 Hochöfen komplett hin. Das könnte eventuell auch noch ein Fall werden. Das könnte auch noch ein Fall werden. So, die sollten jetzt gleich soweit sein. Mit dem Ventilator sollte das jetzt gleich auch soweit sein. Dankeschön. So, dann schauen wir mal ganz kurz nach. Wir wollen uns um die großen Hochöfen kümmern, dass wir Hochöfen bekommen. Jetzt muss ich gerade mal nachschauen, was ist denn dafür wichtig? Stahlplatte, das hier, Lehm, Holzkohle. Alles klar, das sieht mir auf jeden Fall eindeutig danach aus. Was brauchen wir denn jetzt für den Rest? Beziehungsweise der Rest war ja auch hier. Alles Schleifer, alles Schneider.
Alles Schleifer, alles Schneider. Haben wir nicht. Alles Schleifer brauche ich jetzt aber auch nicht so dringend. Also sprich, ich stelle die Hochöfen erstmal beide so auf, dass wir erstmal die Hochöfen überhaupt in Betrieb nehmen. Das heißt, die mal eben einmal, zweimal. Jetzt sind wir gut ausgerüstet, würde ich mal sagen. Ich würde mal sagen, dass wir auch mal die nächsten Materialien gönnen oder holen. Denn wir haben ja wieder Materialien übrig. Wir haben ja jeden Tag jetzt was bekommen. Wir haben jetzt mehrere Tage keine Materialien aus der Kiste vorne geholt. Aber ich bin jetzt gespannt. Wir sollten viel bekommen. Ah, es ist auch ein Brief gekommen. Sehr schön. Vom Rathaus. Könntest du zu mir kommen, wenn du Zeit hast? Ich muss etwas Wichtiges mit dir besprechen, Gail. Dann machen wir das gleich. Gleich jetzt sofort. Das ist wahrscheinlich dann dieser Auftrag, den ich da gerade habe. Da müsste dann Gail sein. Der was mit mir besprechen möchte. Porsche Government. Ihr denn? Hallo, Gail. Was? Nein, 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 nein. Glad you can make some time. I'm getting a little worried. Ich mache mir etwas langsam etwas Sorgen. I've been trying to get in contact with Molly for a while now, but so far the government rep on the other side keeps on saying she's busy. Molly isn't someone who wouldn't even spare a moment to send a telegram. This makes the old politician in me suspicious. You've been around the council guards. What do you think of them? Are they trustworthy? It's an entirely new team that I've never seen before. Okay, Hauptmann Ursula scheint sehr drauf bedacht zu sein, dass die Mission durchgeführt wird. Ja, das ist theoretisch das genau so, würde ich das auch beschreiben. Well, at least that's a positive. Maybe I'm just worrying over nothing. But the captain told me that her team will be taking the ancient machine with them the moment we find it. When I suggested that some of our civil corps tag along, she vehemently denied the request. That made me nervous. Their operation is so opaque. On top of that, I just can't imagine the council making a decision about this ancient machine without deliberation from the cities. A representative has never directly decided on a vote without my consent before. It's all very strange. I've already told the Civil Corps to be on the lookout for any strange behaviors. But since you're working closely with them as well, you also need to be careful. I hope this is just an old man's imagination and nothing comes of this. Die Punkte sind relativ weit oben. Ja. Ich muss Gail schon so ein bisschen zustimmen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wer war nochmal alles dabei, als dieser mysteriöse Kollege da aufgetaucht hat, der das Ding ja auch haben will. Der mit diesen extrem krassen Kräften. Waren die alle dabei oder war das nur die Zivilgruppe und wir? Ich hab geschissen. Holy fuck. Das war viel. Erstmal gucken, was wir jetzt alles wegpacken können. Material, das kann weg. Das auch. Das. Und wir schmeißen mal mit in den Bottich rein. So. So und so. So, drei. Mal davon zwei. Die schmeiße ich direkt hier mit rein, weil was soll ich sonst mit den Dingern machen? So. Ich habe sonst keine Verwendung dafür. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal ganz kurz nach, wie viele haben wir denn von den Discs jetzt? Weil ich weiß gerade gar nicht, wo die alle rumschwirren hier in der Kiste. Hier sind keine. Da sind welche. Jetzt haben wir insgesamt 9. Wir brauchen halt 10 Stück für einen von diesen Büchern. Das sind nur die 10, okay. Gut. So, dann würde ich sagen, schauen wir doch mal, wie sieht es denn aus mit den Teilen für den Ventilator.
Können wir den fertig bauen? Oder besteht noch irgendwie Wartebedarf? Ablaufventilator, das haben wir, das haben wir, das ist vorhanden, das ist auch vorhanden, bauen. Dann wird das auch nicht lange dauern. Und dann können wir uns theoretisch, was haben wir denn alles gerade so am Laufen? Stahlhüllen, Eisenbarren, Stahlplatten. Ja, das läuft schon. Das läuft schon. Wie alles läuft, bis auf die Textilmaschinen. Aber sonst einfach stumpf alles. Ich finde das geil. Also die Fabrik erleichtert einem wirklich alles. Weil du stehst nur ab vorne am Pult und musst einfach nur was machen und nicht irgendwo hinten dran. Deswegen, das ist richtig einfach gemacht. Oder viel, richtig vereinfacht. Aber ich habe schon so ein bisschen eine Theorie hier mit dem Ganzen. Sollte jetzt gleich fertig sein. Ich hatte ja gesagt, ich werde zum Ende auf jeden Fall des Let's Plays dazu mal was sagen. Kade, wo muss ich denn jetzt hin? Da muss ich hin, okay. Das hatte ich ja gesagt. Weil ich hab eine bestimmte Theorie. Ich weiß nicht, ob die Theorie schon weltverbreitet ist, keine Ahnung. Ich habe eine Theorie, was es halt mit den Alten von früher auf sich hat und so was. Also diese krassen Leute, die wohl früher da gewohnt haben, die diese krassen Sachen alle gebaut haben. Und ich habe da so meine Theorie. Aber das Ganze halt zum Ende des Let's Plays. Ich gehe auch davon aus, dass das nicht mehr ganz so lange dauert. Davon bin ich auf jeden Fall mittlerweile schon echt gut überzeugt, dass es nicht mehr lange dauern wird. Weil wir halt derzeit extrem weit die Story machen. Also, seitdem wir die Fabrik haben, ist das mit der Story mittlerweile so und weg. Weil wir stehen halt vorne am Pult. Okay, das Teil brauchen wir nochmal eben. Kurz gucken. Okay, schmeißen wir mal eben an. Dauert auch nicht lange. Ja, wir produzieren zig Sachen nebenbei, weil das auf alle Maschinen gleichzeitig verteilt wird. Nicht wie vorher, ja, wir haben zwei Maschinen, die sind gerade besetzt. Wir können jetzt nichts Drittes anfangen. Da, 10 Sachen gleichzeitig, scheißegal. Deswegen, wir kommen halt gerade richtig schnell, richtig gut voran. Und dadurch kommen wir halt jetzt auch extrem gut nach vorne. Vor allem, wir haben alles auf Max bis auf das Haus. Wenn wir eine Maschine brauchen, wie wir derzeit eigentlich nicht brauchen, nicht direkt, wird einfach eine neue Maschine gebaut. Teile werden alle schon gebracht. Nein, nicht schon wieder. Teile werden ja alle schon gebracht. Die kriege ich ja überall her. Von daher, ich muss nichts machen. Ich muss nur bauen. Und mal ab und zu was wegbringen. Das ist alles. Alter. Cube. Hier aufstellen? Groß ist denn das Ding? Look at that thing go. It just don't go light in the match now. Ich dachte eigentlich, das wird ein Ventilator sein, den wir da vorstellen, der rauspustet. Also alles schön in die Umwelt. Aber irgendwie. Weiß ich auch nicht, pustet der da rein? Ganz komisch. Wo muss ich jetzt hin? Ja. Das war ja mal wieder klar. Das war ja mal wieder klar. Ich hätte gerne hier eine Haltestation. Also entweder hier unten oder da. Das wäre sinnvoll. Nicht dahin am Arsch der Welt, wo wir erstmal wieder hinlaufen müssen. Manjo. Ja, aber wenn ihr mal eine Theorie habt, was es mit den alten Leuten auf sich hat, könnt ihr mir das ja aber gerne in die Kommentare schreiben. Beziehungsweise, wenn ihr irgendeine Theorie gefunden habt, wo ihr sagt, okay, der stimme ich zu. Einfach mal gerne schreiben, was das für eine Theorie sein soll, ob die eben einen bestimmten Namen hat oder sowas.
Ja. Da wird sich dann schon was finden. Und da kann ich da vielleicht mal ein bisschen drüber erzählen in den Folgen. Weil hier so bei dem Laufen, da muss man halt irgendwas erzählen, weil es passiert ja nicht viel. Wir laufen einfach nur von Punkt zu Punkt. Vor allem von Punkt zu Punkt, die wir schon alle abgeklappert hatten. Und ja. Wir laufen. Ja, mehr passiert ja nicht, ne?